Boah, da ist die Frage, ist die Familie jetzt gestorben? Lebt sie noch? Wir wissen es nicht. Ja, ich muss schon wieder irgendwelche Spionage und Aufklärung. Die Macht von Informationen. Und Desinformationen waren sich die Generalstäbe auf beiden Seiten schon früh bewusst. Mann, ich hab schon wieder Schluckauf. Fesselballons, Zeppeline und Flugzeuge überflogen feindliche Gebiete und hielten Truppenbewegungen fest. Im Hinterland wurde Jagd auf Spione gemacht. Man versuchte außerdem, die Oppositionsbewegungen des Gegners zu unterstützen, um die Stabilität des feindlichen Staates zu erschüttern. So halfen die deutschen Militanten ihren und trugen zur Oktoberrevolution in Russland bei. Die wohl berühmteste Spionin der Zeit war Mata Hari. Ja, das stimmt. Offensive am Chemin de Dam. Angesichts seines Erfolges in Verdun wollte General Niville im Frühjahr 1917 eine Großoffensive mit Schwerpunkt am Chemin de Dam, nördlich des wahrscheinlich Osnetals, beginnen. Seit 2 Jahren befand sich dieser Höhenzug in deutscher Hand. Die Stellungen waren stark befestigt und es gab sehr effizientes unterirdisches Gangsystem. Am 16. April 1917 wurde zum Angriff geblasen, der jedoch schnell stecken blieb. Innerhalb von wenigen Tagen starben 200.000 Mann. Auf französischer Seite kam es daraufhin zu Meutereien. Diese fehlgeschlagene Offensive wurde zum Symbol für die sinnlose Gewalt des Grabenkrieges. Text von It's a Long Way to Tipperary. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary. Es ist ein weiter Weg. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary. Zum süßesten Mädchen, das ich kenne. Auf Wiedersehen, Piccadilly. Auf bald, Master Saw. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary. Aber mein Herz ist bereits dort. Und dann mit. Auf geht's. Boah, diese ganzen Verwundeten hier. Die kommen immer mehr nach. Sanitäter will man einfach auch nicht sein. Fuck. Alle sterben. Los, Emil, lauf! Ja, meine Soldaten kommen natürlich alle dadurch. Außerdem liegt hier noch was, sehe ich gerade. Hier liegt noch was, ihr Lieben. Und zwar Brief eines russischen Offiziers. 8. April 1917. Meine treue Frau Konstantinova. Konsta. Ninova heißt sie. Durch Gottes Gnade lebe ich noch. Wir kämpfen immer noch. Aber nichts ist, wie ich dachte. Der Schlamm ist überall und die Kämpfe sind kräftezehrend. Meine Männer sind erschöpft und ich kann sie kaum zum Kampf motivieren. Irgendwie haben sie erfahren, was vor sich geht und sie wollen alle nur noch nach Hause. Wie geht es dir? Bist du sicher? Dein dich liebender Mann, Nikolai Alexejewitsch? Lauf, 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 lauf. Lassen wir ihn jetzt mal vorgehen. Fuck, 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 fuck.
Hä? Hat er uns gerade erstochen? Ich hab ihn doch nur rausgezogen. Boah, ich... Ja, aber wir müssen den noch wenigstens zurückziehen. Los, schnell! Dass die danach auch immer kaputt gehen. Shit, ey. Wir graben uns mal hier so eine richtige Grube. Hier unten ist auch nichts versteckt, naja. Fuck. Ja, alter Mann. Oh, er hat zu lange gebraucht zum Klettern. Dieser alte Mann, ey. Der ist immer so. Der ist so lahm, ey. Oh, eine Frechheit. Guck mal, da sind noch schneller als ich. Hallo Jenny. Hallo Joscha. Hallo Leute. Gute! Schnell, schnell, schnell! Keine Ahnung, was passiert, aber es sieht spannend aus. Oh nein. Los, lauf, lauf, lauf! Oh, das ist so fies, dieses Spiel. Sieht doch ganz brutal aus. Weg, 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 weg! Ja, es ist sehr brutal. Ich glaube, wir müssen auf der Mitte stehen bleiben, wenn ich es nicht gesehen habe. Im Gefecht hier. Oh, Giftgas, es gab schon alles, Joscha, es gab schon alles. Es sieht so knuffig aus, ne? Aber eigentlich. Aber es ist so fies. Brutal as hell. So, eine russische Erkennungsmarke. Wir haben auch gefühlt alle Erkennungsmarken schon eingesammelt. Die russische Hundemarke war sechseckig und wurde vom Bataillon an den Soldaten ausgegeben. Die Russen an der Westfront erhielten hölzerne Behälter, um ihre persönlichen Papiere aufzubewahren. Aber das Behältnis diente eher dazu, die Streichhölzer trocken zu halten. Fuck. Okay, also, wir müssen uns beeilen. Anders als eben. Nee. Ja, wie dann? Dann wieder komplett rückwärts laufen vielleicht? Ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Ich mach einfach das, was die anderen beiden machen. Alles klar. Shit. Oh, fies, ey. Oh, es ist so fies. Das nächste Spiel, was ich spiele, muss auf jeden Fall ein bisschen witziger sein, ey. Müssen wir aufpassen, wo wir uns hinbuddeln. Bitte nicht daran kommen. Ah, hier ist kein Geheimnis, das sah so aus, fand ich. Fuck. Shit. Da ist er wieder.
fuck, fuck, fuck. Oh, was für ein Berg von Leichen. Okay, wir müssen auf der Hälfte stehen bleiben. Dieser blöde Typ hinter uns, ne? Fuck. Oh Mann, ich will nicht mehr. Das ist echt nicht schön. Oh fuck. Aber insofern macht das Spiel das ganz gut. So, jetzt aber. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Oh nein, wir haben eine Gabe übersehen. Ring eines Soldaten. Aluminiumring, handgefertigt von einem Soldaten. Soldaten fertigten oft Ringe aus wiederverwendbarem Metall, um sie ihren Frauen daheim zu schicken. Ja, wir sollen ein bisschen Abstand nehmen. Nein. Mann, ja, du gehst mir auf den Sack. Geh halt selber voll, du Arsch. Sorry, dass ich das gerade gesagt habe, aber die sind echt nervig. Ist geil, die KI ist echt intelligent. Ich sehe immer, wann ich wo was wie machen muss. Jetzt waren sie, dass ich vor mir? Okay. Shit, 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 shit. Und jetzt muss ich wieder graben, oder? Oh, fuck. Müssen wir da schneller sein? Hängen hier in unserer dummen Kante fest. Das ist auch geil. Das ist definitiv am. Oh, wer ist denn die hübsche Frau da, Clemens? Schnell, 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 schnell. Oh. Shit. Klar, und nur ich explodiere. Los, 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 los! Ja, los, 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 los! Hilfe! Ich sehe nichts. Wie? Wie? Ich kann sterben, ohne dass ich das sehen darf. Nochmal. Schnell, schnell, schnell. So, machen wir es jetzt so. Puh. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Ich hoffe, ich muss mich nicht nochmal durchgraben, nein. Da weiß die KI wieder mehr als ich. Fuck. Wir haben schon einen unserer Kameraden verloren. Ah, okay. Einer schiebt. Oh,
Oh. Und ich feuer irgendwie. Ach, da ist ein Hebel, den habe ich nicht gesehen. Fuck. Shit, man muss also auch anhalten, ne? Oh! Shit. Shit. Erinnert mich doch mal daran, warum ich dieses Spiel spiele. Das ist echt. Ich meine, das ist ja in etwa genau so gewesen, ne? Also, oh, ich kann das gar nicht sehen, ey. Zack. Der Hieb war tödlich. Die Nivelle-Offensive war ein Blutbad, ein Gemetzel. In den französischen Infanteriedivisionen brachen Meutereien aus und die Offensive wurde abgeblasen. Emil wurde mit den anderen Meuterern verhaftet und wartete auf das Militärtribunal. Die Kriegshunde teilten als treueste Freunde des Menschen den Alltag und das Schicksal der Soldaten. Sie überbrachten Nachrichten, retteten Verwundete, räumten Minen und scheuten bei der Erfüllung ihrer Pflicht kein Opfer. What? Oha. Los, Anna. Du kannst es tun. Und ich wollte nur gucken, ob es hier noch irgendwelche Sachen, anderen Sachen gibt. Shit. Los! Los, los, Karl! Shit! Kannst du es machen? Wir müssen hier schnell zum Krankenhaus fahren, ja? Ins Lazarett. Shit, sorry. Karl, mach schon! Gott. Ja, er hat auch eine Kugel. Ist er nicht einfach nur an der Vergiftung gerade eigentlich? Los, 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 los! Okay, da lang. Eine Glasspritze.
Diese Spritze wurden von Krankenschwestern benutzt, um intravenös und intramuskuläre Medikamente zu verabreichen. Die Nadeln waren noch nicht so fein gearbeitet wie heute und die Injektionen waren schmerzhaft. Die Medizin machte in dieser Zeit jedoch große Fortschritte. Ein Röntgenapparat. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Röntgentechnik erfunden und die Wissenschaftler erkannten schon früh die Gefahren der Strahlung. Radiologen wurden mit Bleihandschuhen, Schürzen, Helmen und Schutzbrillen ausgestattet. In Militärhospitälen hatten sie alle Hände voll zu tun und verbrachten jeden Tag damit, tausende verwundete Menschen zu durchleuchten. Da. Ich war nämlich doch schon hier. Karl. Es tut mir leid, ich muss leider noch gucken, ob in den Schränken irgendwas ist. Eine Zahnarztschale. Die Zahnchirurgie kam erst kurz vor Krieg auf und die Natur der Kriegsverletzungen brachte den chirurgischen Aspekt dieses Berufs erst richtig zur Geltung. An der Front wurden Zahnärzte gerufen, um alle möglichen Arten von Wunden und speziellen Zahnverletzungen zu behandeln. Eine Stelle wie diese wurde benutzt, um die chirurgischen Instrumente in mehr oder weniger sterilen Zustand zu halten. Ich komme. Ich komme nach links. Ich schaff's nicht. Nach vorne. Nach unten. Hi. Oh, fuck. Oh, fuck. Hallo. Wie soll ich denn so schnell drücken? Los, 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 los! Die Musik ist schon so traurig. Eigentlich kann er nie ganz geheilt werden davon, ja? Also bei so einer Vergiftung. Hallo! Ich drück doch gar nichts! Jetzt ist er gestorben. Ich habe nichts gedrückt! Ja, alles gut. Dann machen wir es halt nochmal. Lack, zack, zack, zack. Er soll anscheinend ja auch nicht sterben. Könnte bitte jemand 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6 waren das eigentlich. Könnte jemand bitte das heulende Kind von meinem Schoß nehmen? Fuck. Komm schon, Karl. Tiamo.
Halligan. Ah, sie grinst. Alles überstanden. Oh. Vielleicht erkennt er seine Frau und seinen Sohn. Ein Blick seines Sohnes genügte Karl, um 3 Jahre Krieg und Exil vergessen zu machen. Lorenz, der Jung. Nach Wochen ohne Nachricht von Emil erhielt Marie schließlich einen Brief von ihrem Vater. Emil Chaillon. Militärgerichtsbarkeit. Soldaten in Uniform unterstehen der Militärgerichtsbarkeit. Befehlsverweigerung und Desertation wurden im Ersten Weltkrieg zur Abschreckung mit drakonischen Strafen geahndet. Auf französischer Seite ergingen 2500 Todesurteile, von denen 650 verstreckt wurden. Nach den Meutereien bei der Offensive von Chemin der Dor wurden an die 50 französische Soldaten hingerichtet. Ja, es ist eine Zeit schon mal. Das spielen wir jetzt noch. Oh, interessante Kamera, ne? Wenn ich aufhöre zu laufen, dann... Oh Mann. Verschossen werden oder aufgehangen? Geliebte Marie, für mich ist der Krieg nun zu Ende. Aber ich bereue es nicht. Ich habe zu viel Grauen erlebt. Unsere Zeit auf Erden ist kurz. Für das Glück, das mir zuteil wurde, empfinde ich großen Dank. Besonders für all das Schöne, das du in mein Leben brachtest. Dieser Brief wird mein letzter sein. Ich wurde für schuldig befunden, einen Offizier getötet zu haben. Tschüss, mein Freund. Es war nicht meine Absicht, ihn zu töten. Aber der Krieg bringt die Menschen um den Verstand. Ich habe für mein Vaterland und für die Freiheit gekämpft. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Oh, tschüss von dir. In der Stunde meines Todes bedauere ich nur, dass ich Karl nicht lebend zurückbringen konnte. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Möge Gott, der uns auf Erden trennt, uns im Himmel wieder vereinen. Schließe mich in deine Gebete ein, dein dich für immer liebender Vater. Auch wenn ihre Körper längst zu Staub zerfallen sind, lebt die Erinnerung an ihre Opfer in uns weiter. Es ist unsere Pflicht, ihr Andenken zu ehren und sie niemals zu vergessen. Das war traurig.
Ich habe eigentlich irgendwie schon erwartet, dass einer sterben muss. Es wäre so unpassend, ein Spiel zum Thema Krieg und dann überleben alle Hauptfiguren. Wow. So ein schönes Ende, so ein schönes und trauriges Ende. Puh, damit haben wir das jetzt auch durchgespielt. Ich kann eigentlich gar nichts sagen. Ich bin so ein bisschen... Oh, das ist sehr traurig gewesen, finde ich. Er ist so... Weiß ich, es ist so sinnlos, dass er sterben musste. Weil im Endeffekt, ich meine, der General hat auch nur seine Befehle ausgeführt, wahrscheinlich, immer alle weiter nach vorne zu schicken. Aber trotzdem hat er ja nur versucht, eigentlich anderen Leuten das Leben zu retten, weil der General sie in den Tod geschickt hätte. Schwierig. Das ganze Thema, glaube ich, ist sehr, sehr schwer. Es gibt, glaube ich, auch kein richtig und falsch zu so einem Zeitpunkt, weil man denkt einfach nicht normal. Man hat so viel schlimme Sachen gesehen. Und jetzt am Ende hat er ja irgendwie nichts bereut. Das heißt, eigentlich ist er... Hat er, naja, in Frieden gestorben, will ich jetzt nicht sagen, weil das tut man, wenn man in seinem Bett einschläft, aber... Er war trotzdem irgendwie stolz auf alles und hatte ein schönes Leben. Außer diese ganzen schlimmen Dinge, die er jetzt am Ende erlebt hat. Und deswegen würde ich sagen, er hätte es schlimmer für ihn sein können. Und er glaubt aber jetzt leider, dass Emilia auch tot ist, was auch sehr... Karl. Und es ist schon... Das, glaube ich, macht ihn sehr traurig. Hätte er das gewusst, dass es nicht so ist, dann wäre er wahrscheinlich noch ein bisschen glücklicher gestorben. Ja, was kann man über das Spiel sagen? Ich finde, es stellt diese ganze Thematik sehr, sehr gut dar. Klar, die Rätsel sind so ein bisschen redundant hier und da. Ist es natürlich auch ein bisschen witzig, hatte ich ja auch schon zwei, dreimal angedeutet. Der Hund kriegt natürlich immer irgendeinen Durchgang und da sind so kleine Sachen dabei. Doch der Krieg war noch nicht vorüber und verlangte nach mehr. Sein Appetit war unersättlich. Ja, Krieg ist nie so richtig vorbei, ne? Es gibt immer irgendwo auf der Welt ein Land, was sich im Krieg befindet, Nationen, Bürgerkriege, auch ganz schlimm, die sich im Krieg miteinander befinden. Eigentlich ist es meistens sinnlos. Ja. Sehr kompliziertes Thema. Ich meine, ich könnte jetzt stundenlang darüber was erzählen. Im Endeffekt kann ich immer nur daran denken, was meine Großeltern, meine Urgroßeltern dann erzählt haben, aus die ja noch den Krieg, die Kriege, die großen Kriege hautnah miterlebt haben, zum Teil. Ja, oder aus den Erzählungen zumindest dann kennen. Und das fühlt sich aber für mich immer so weit weg an. Dabei ist es ja gar nicht so weit weg. Und dass es so zwei so große Kriege gleich hintereinander gab, in Europa ist natürlich auch eigentlich verheerend. Also eigentlich hätte man gedacht, nach dem, was man hier erlebt hat, müsste man doch eigentlich gelernt haben und wissen, wie schrecklich das ist. Ja, dazu gibt es irgendwie nicht noch mehr zu sagen. Ich fand es trotzdem sehr passend hier umgesetzt. Also es ist ja auch so schwer, so ein das transportieren zu lassen, und ich finde es gut, dass wir hier halt verschiedene Perspektiven hatten, sowohl beide Seiten gespielt haben. Es gab ja jetzt nicht die eine Seite oder die andere. Man hat gesehen, irgendwie beide Lager machen schlimme Dinge. Egal jetzt, wer, also es war weniger, fand ich, thematisiert, wer den Krieg so richtig angefangen hat und wer jetzt schuld ist, sondern im Spiel ging es wirklich um die Menschen, und das fand ich super, super gut. Um ihre Schicksale, wie die verzweigt sein können oder auch nicht. Es ging um Ängste, Verluste. Es ging aber auch darum, seinen eigenen Schatten zu überwinden, sich hinauszuwachsen, Mut zu beweisen, nie aufzugeben. Es gab Zufälle. Das ist jetzt hin und her, ne? Kann jetzt diskutieren, ob das manchmal sehr viel Zufall war, meinetwegen. Aber irgendwie muss man dieses Thema und diese Sachen ja auch darstellen. Die Musik übrigens ist sagenhaft, finde ich. Die ist so gut komponiert.
Einfach wie die Instrumente mal so ineinander gingen. Diese Schwere des Krieges wurde, fand ich, ziemlich gut dargestellt. Und die Rätsel haben sie ja immer versucht, in die Story einzubauen. Also ich fand die Rätsel, wo man so wie sich umzuziehen, um einen anderen Rang zu bekommen, um dann wo durchzukommen, besser noch als diese, nennen wir sie jetzt mal Environment-Rätsel. Weil wenn es so eingebaut war in die Story, dann hat das, finde ich, sehr gut funktioniert. Ja. Genau. Man hat halt auch echt was gelernt. Ja. Das war's, ne? Ich guck gerade mal. Ja, hier haben wir fast alle Objekte gefunden. Hier fehlen uns auch viel. Am Anfang haben wir ja noch nicht so drauf geachtet. Ist auf jeden Fall ein schönes, aber auch ein sehr trauriges Spiel. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis zum Ende zugeguckt habt. Wir sind jetzt durch. Mal sehen, was ich als nächstes spiele. Ich habe da schon was im Visier, was wahrscheinlich eher künstlerisch ist. Was sich aber auch Tatsache wieder mit Krieg beschäftigt. Ja. Ist ja auch nicht so einfach, abgesehen von Strategie. Ich werde auf jeden Fall hier auch euch mal mit ein bisschen Strategie verzaubern. Aber irgendwie ist es ja auch immer schön, so die historischen kleinen Perlen auszupacken. Und ich habe zumindest was im Sinn. Mal sehen, ob ich das spiele oder ob die Zeit gerade nicht passt. Wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, was als nächstes rauskommt. Aber ich verspreche euch, wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise hören uns bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Lasst mir doch gerne Kommentare da, wie ihr das Spiel auch so fandet. Oder auch, was ihr euch als nächstes wünscht. Bis dann. Tschüss.